Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen. Heute spreche ich wieder mit dem Mirko. Hallo Mirko. Ja, hi, wie geht's? Ja, gut. Blendend, etwas warm, etwas schwül hier, aber... Ja, ist gut. Ein bisschen warm heute so. Ja, dieser Juni meint es gut mit uns. Stimmt, ist ja bald schon Juli. Also wir sind heute am 24.06. Ja. Wir befinden bei uns... Bei mir auch, Wahnsinn. Uhuhu. Also keine Zeitverschiebung zwischen uns. Mensch. Oh. Macht die Arbeit auch viel leichter. Also wenn ich mit meinen amerikanischen Kollegen immer dann E-Mails hin und her tausche, dann kann es schon mal ein paar Tage dauern, bis man erstmal so ein, zwei Sätze hin und her getauscht hat. Hm. Gut, ich weiche ab. Und habe dich unterbrochen. Red ruhig weiter. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir müssen einfach nochmal neu anfangen. Tut mir unglaublich leid. Du hast dich ja für die härteste Variante des Podcastens aus entschieden heute. Unterm Dach bei 45 Grad Außentemperatur. Ja. Da werde ich jetzt richtig warm. Okay, also wenn du irgendwann einfach umkippst. Dann wirst du das hören, ja. Sehr gut. Sprachaktivierung ist wichtig hierbei. Okay, heute möchte ich wieder über Hexen sprechen, weil es ist ja bald da. Oder doch nicht so bald. Heute kam eine E-Mail von dir. Ja, von mir nicht, von den Kollegen tatsächlicherweise. Von den Marketing-Kollegen kam eine E-Mail. Okay. Ja, es ist da und es ist irgendwie dann doch nicht da. Also es ist tatsächlich alles da. Es war auch schon letzte Woche alles da. Aber dann ich war letzte Woche im Urlaub. Und dann hatten dann die Kollegen dann wohlweislich nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr ein Vorab-Exemplar bestellt, um zu checken, ob denn auch die Farbe diesmal nicht abgeht. Und siehe da, die Farbe geht wieder ab. Und dann haben sie das Vorab-Exemplar wieder zurückgeschickt, haben gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein hier, was macht ihr denn für Scheiß? Und dann musste das Ganze neu bestellt werden. Deswegen hat sich das Ganze um 10 Tage, 2 Wochen verschoben. Die Bücher, die jetzt noch ausstehen, und das ist ja auch irgendwo das Kernelement des Ganzen, die beiden Bücher oder die 3 Bücher, die kommen diese Woche. Wir hätten sie unglaublich gerne letzte Woche schon an die Bäcker verschickt. Dann hätten wir auch die Bücher dann auch schon auf der CCXP, zu der wir ja übermorgen aufbrechen, dann auch schon anbieten können. Aber was nicht da ist, können wir nicht verkaufen. Und deshalb müssen wir uns noch gedulden. Aber es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Also ich gehe stark davon aus, dass die Bücher nächste Woche verpackt und an alle Bäcker versendet werden. Und dann kann es dann einige Wochen später auch in den Handel kommen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Naja, ich weiß ja, was drin ist. Okay, die CCXP, das ist doch die RPC-Nachfolger, oder? Das ist der RPC-Nachfolger, ja. Das ist noch so ein Ding, wo wir noch nicht so ganz wissen, was daraus wird und in welche Richtung es gehen wird und welche Rolle wir da spielen. Also wir werden bei der CCXP in diesem Jahr also richtig in die Vollen gehen. Also die Kollegen haben da ein Riesenangebot. Wir haben einen riesigen Stand. Wir haben massenhaft Unterhaltungsangebote. Wir werden wohl fast permanent streamen von der CCXP. Das heißt, wenn man auch nicht da ist, sieht man trotzdem, was bei uns zumindest dann alles passiert. Und wir haben Interviewgäste. Ich selbst werde dann auch am Donnerstagabend dann Hexen mal auspacken. Ich darf dann selbst eine Kiste mit Hexenprodukten auspacken und die dann auch mal vorstellen. Mhm. Und wehe, die Farbe geht ab. Ja, ich werde allerdings wahrscheinlich die Vorab-Exemplare dann mal auspacken dürfen und dann auch demonstrieren, wie das dann aussieht, wenn die Farbe abgeht. Mhm. Aber auch die anderen Produkte werde ich dann vorstellen. Bisschen, also mein persönliches Highlight bei der ganzen Geschichte ist das Buch Hexenjagd. Mhm. Wir haben ja uns entschieden dafür, die Bücher aufzuteilen in ein Buch, was für Spieler geeignet ist und ein Buch, was für den Spielleiter geeignet ist.
Und in dem Buch, was für Spieler geeignet ist, das ist eben Hexenjagd. Das dreht sich auch um das Thema Hexen, aber eben aus Sicht der Spieler. Also da werden neue Professionen vorgestellt, wie der Hexenjäger beispielsweise oder auch verschiedene Inquisitoren. Also alles, was Hexen bekämpft, ist dann da drin und wird beschrieben. Und in dem anderen Buch werden dann so die Hintergründe beschrieben und die Monsterwerte stehen drin. Also das, was die Spieler ja nicht interessiert, weil sie es ja nicht wissen wollen oder dürfen, wird dann eben alles da drin stehen. Und das Schöne ist, wir haben bei Hexenjagd erstmals sind wir ein bisschen von unserem grünen Hintergrund abgewichen und haben einen noch cooleren Hintergrund entwickelt, nämlich einen pergamentartigen Hintergrund. Weil die ersten drei Kapitel sind in der Tat reine In-Game-Kapitel. Also da werden Dinge beschrieben, eben aus dem Munde von Gelehrten und anderen Hexenjägern. Da stehen dann auch Dinge drin, die vielleicht nicht so ganz zutreffen. Auch Sachen, die eben nur spekulativ sind, wo man nicht so genau weiß, ist es denn so oder ist es ganz anders. Und diese drei Kapitel haben wir mit dem Pergament-Hintergrund gemacht und haben uns absichtlich dafür entschieden, hier nur Schwarz-Weiß-Grafiken einzustreuen. Und das sieht so toll aus. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Wieder mal großes Lob an Mike Schmidt, unseren Artdirektor und seine Künstler, die noch bessere Arbeit geleistet haben als beim letzten Mal. Und ja, die Bücher sind auch sehr viel voller mit Grafiken. Es gibt wohl keine Doppelseite, wo keine Grafik drauf ist. Mit Ausnahme von Anhängen und Listen. Mhm. Also man blättert wirklich durch und sieht eigentlich nur Bilder und grafische Elemente. Und es ist, also ich finde es ganz toll. Das ist gut. Also wenn ich nicht selbst geschrieben hätte, würde ich es auch sogar kaufen. Also ihr habt praktisch für eure kompletten In-Game-Beschreibungen, erkennt man ab sofort auch an dem Pergament sozusagen. Richtig. Also du erkennst es an dem Pergament, du erkennst es auch, weil es eben nur in Schwarz-Weiß gehalten ist. Mhm. Es gibt ein paar alte Gemälde historischer Art, die sind dann nicht ganz schwarz-weiß, die haben wir so ein bisschen eingedämpft von den Farben, damit die nicht grell und bunt rüberkommen, sondern eben ja so ein bisschen düster und finster. Aber insgesamt hatten auch, das merkst du auch, hatten auch die Layouter da Riesenspaß gehabt. War wirklich sich auch ein bisschen auszutoben. Das kannst du halt wirklich mal an so einem Buch, wo man eben auch schon mal gewisse Freiheiten hat, da kannst du auch schon mal zeigen, wie kreativ du bist. Und das finde ich toll. Ich werde immer gespannter da drauf. Ja, bald ist es ja da. Ja, hoffentlich. Also leider hat sich jetzt verschoben, weil am Samstag fangen wir endlich die Kampagne an, die Dornen, Königin der Dornen, Königreich der Dornen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß. Ja. Bist du wieder Leiter oder? Ich muss leiden, ja. Ach, du musst leiden. Ja. Und willst du das komplett durchspielen mit allen Nebenquesten oder schnell? Mal gucken. Also ich mache das eigentlich anhand der Spiele ab, aber ich fürchte, die werden alles mitnehmen, was geht. Jo. Das einzige Problem ist, fehlt irgendwie der Kämpfer. Das ist ein Riesenproblem. Das ist bei Hexen, ja, das ist schon ein bisschen ein Problem. Also wir haben ja jetzt die neue Kampagnenbox Finstere Herzen. Da besteht ja auch aus drei größeren Abenteuern. Und da haben wir in der Tat auch den Kampfanteil zurückgefahren und haben sehr, sehr viel auch mit Recherche und sozialen Interaktionen drinne und so ein bisschen unbekannte Ecken entdecken, so ein bisschen Sense of Wonder alles, ne? Auch ein bisschen Hintergrundgeschichte ein bisschen mehr. Da ist es dann auch gut, wenn man jemand dabei ist, der eben auch sozial was kann. Aber grundlegend ist ja so, die meisten Proben und die meisten schwierigen Sachen werden ja dann ausgeführt, wenn es zum Kampf kommt. Und da brauchst du schon einen, der da steht und einfach mal Schaden anrichtet. Sonst musst du als Spielleiter eben ein bisschen eingreifen, Werte anpassen.
Ja, ich mach das mal, ich mach das immer spontan. Ja, wir haben jetzt die, die Clara, diese Spionin mit diesem Kleid, was übrigens zeitlich nicht in die Reihe passt, soll ich dir schönen Gruß ausrichten. Das Kleid geht gar nicht. Clara-Kleid? Ich glaube, sie heißt Clara, oder? Ist doch diese mit diesem Butcher-Kleid, mit diesem weißen. Nein, die hat kein weißes Kleid. Oder rosa. Müsste ich gucken. Also wir haben schon relativ stark darauf geachtet, dass die Kleider schon reinpassen, wobei wir uns nach oben und unten so ein bisschen Freiraum auch gelassen haben. Aber wenn ich zum Beispiel ein Kleid sehe oder eine Aufmachung, wo ich sehe, das ist ganz klar 19. Jahrhundert, dann habe ich gesagt, nee, cut, das geht nicht. Mhm. Das geht dann gar nicht. Wir hatten auch wirklich viele Kleider, wo ich gesagt habe, nee, das passt einfach nicht. Wir haben schon ein paar Freiheiten, wir haben es auch ein bisschen pfiffiger und peppiger gemacht und es geht ja halt auch in die Richtung bisschen Pulp-Horror, sowas und auch die B-Movies der Moderne, eben wie Hänsel und Gretel, Hexenjäger, da hat man halt mal so Lederklamotten angehabt. Ich glaube, die gab es damals überhaupt nicht. Aber sieht halt einfach cool aus. Und wir haben dann schon so ein bisschen eine Gratwanderung gemacht. Aber wie gesagt, wenn da ein Kleid auftaucht, was so gar nicht reinpasst ins 18. Jahrhundert oder ins 17., das ist ja so ein bisschen von so eine Verschmelzung von diesen beiden Jahrhunderten, die da, wie wir da vorgenommen haben, dann habe ich Veto gesagt. Hm. Und das kam am Anfang relativ häufig vor. Also gerade aus der ersten Phase im vergangenen Jahr, da wussten auch einzelne Künstler auch nicht so richtig, was sie machen sollten. Viele waren einfach noch durch Fantasy geprägt. Ne? Und die haben halt die Klamotten so gemalt, wie sie es für richtig hielten, weil sie da noch nie Widerspruch bekommen haben. Ne? Und wenn du denen gesagt hast, nee, hier, schaut an, guckt euch Bilder aus dem 18. Jahrhundert an, so muss das aussehen oder so ähnlich, na, dann haben dann die Künstler angefangen, auch mal selbst zu gucken. Es gibt ja viele Abarten, auch im 18. Jahrhundert sah nicht alles gleich aus. Na, das ist, gibt's auch verschiedene Schnittmuster für Kleider oder auch Herrenröcke für die Herren. Da haben die sich alle wunderbar reingearbeitet. Und mittlerweile, also jetzt bei der zweiten Phase, musste ich so gut wie gar kein Veto einlegen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja. Aber du musst mir nochmal sagen, was an Clara falsch ist. Also nicht Clara, Hexenfluch, sondern die ist auf der Rückseite vom Schnellstarter drauf. Sophia vielleicht, mit dem blauen Kleid. Genau. Das ist ein Manteau-Kleid. Das ist original 18. Jahrhundert, Mitte 18. Jahrhundert. Hm. Ja, Mitte. Also meine Gattin meinte, die sich da aufgeht, dass das so ein bisschen später ist. Ja, es geht in den Rokoko rein, das stimmt. Ja. Der Rokoko ist zwar schon 1733 offiziell, aber diese Kleider mit diesem Untergestänge, das ist das wahrscheinlich, was sie meint, was die ja auch trägt, die kamen tatsächlich erst ein paar Jahre später in Mode. Oder setzten sich durch. Vielleicht hat man am französischen Hof das da auch schon so getragen. Und vom französischen Hof hat sich ja die Mode meistens so in ganz Europa ausgebreitet. Ja. Was halt immer ein paar Jahre gedauert hat. Und dann trug es eben jeder. Ich bin gespannt. Wir haben Sophie, wir haben Jean. Jeanne, ja. Jeanne, genau. Und die Heilerin. Die fälschlicherweise erst nicht rauskam und dann, wo sie noch. Das war Clara. Clara, genau. Das war Clara, genau. Genau. Die drei. Ja, Jeanne habt ihr aber schon eine gute Kämpferin dabei. Ja, aber so, die hat nicht diese Crowd Control. Doch. Echt? Doch, eine der besten sogar. Feuerregen. Hatte die gleich von Anfang an? Kann sie nehmen, ja. Muss sie nicht, aber ich empfehle es. Ah, dann müssen wir gucken. Wir haben die. Eine der heftigsten Angriffe ist, die man haben kann.
Man muss ein bisschen taktisch dann vorgehen. Man muss dann auch gucken, dass man einen relativ hohen Initiativewert hat, damit man immer vor den Gegnern dran ist. Denn wenn die Gegner dran sind und gehen in eine Bindung, also greifen nicht im Nahkampf an, dann kannst du den Feuerregen eben nicht mehr einsetzen. Aber wenn du es schaffst, vorher dran zu sein, dann kannst du den Gegner schön dezimieren. Ich glaube, das war das Problem letzte Mal. Wir hatten mit der Bauersfrau gespielt. Also in dem Bauernhof. Links, und da kam die, sie kam erst danach ran und dann waren alle schon irgendwie im Nahkampf. Wahrscheinlich ging es deswegen nicht. Ja, gut. Dann. Ja. Wir schauen mal. Ja. Jetzt wollte ich dich noch was ganz Interessantes fragen. Dann fangen wir erstmal mit den Zuschauerfragen an, dann kann ich mir überlegen, was das war. Es gab keine. Außer die Frage, warum du kein warmes Dosenbier magst. Ja. Warum nicht? Muss ich darauf wirklich antworten? Wahrscheinlich nicht. Sag doch dem Leander, der die Frage gestellt hat, dass ich sehr wohl warmes Dosenbier mag. Oh ja, ich liebe es sogar. Aber nicht um 11 Uhr morgens. Okay. Es war übrigens Gennaro. Ja, das ist Leander. Ach so, okay. Naja, diese ganzen... ich kenne doch meine Pappenheimer. Ja. Okay, dann, was für Neuigkeiten sind jetzt noch drin, die du bis jetzt noch nicht so breit erzählt hast? Neuigkeiten in Bezug auf was, wie es in Texten weitergeht? Story, Fertigkeiten, Charaktere. Ja gut, wir haben ja erstmal jetzt quasi die Phase 2, also Hexenjagd abgeschlossen. Das war ja eine sehr umfangreiche Phase, die auch alles abgedeckt hat, sowohl für Spieler neue Professionen und gleichzeitig auch für den Spielleiter neue Monster, neue NSC-Kräfte, neue Möglichkeiten, neue Hintergrund. Wir haben ja auch viele, viele Ecken Europas nochmal ein bisschen beschrieben da drin. Also das ist wirklich was für alle. Und mit dem mit der Box Finstere Herzen haben wir auch 3 Abenteuer drin, die auch alle ein bisschen länger sind, an denen man sich auch ein bisschen aufhalten kann. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Möglichkeit, auch mal was anderes zu machen. Tatsächlicherweise bereite ich schon, und das ist kein Witz, die nächsten 3 Crowdfundings vor. Ui. Also die nächsten 3 Phasen, die ja in der Regel auch an ein Crowdfunding gebunden sind, wobei wir zwischendurch auch Sachen planen, die nicht in ein Crowdfunding kommen. Und über die Crowdfundings kann ich noch nicht so viel erzählen. Das nächste Crowdfunding, was das sein wird, das werde ich im August in Limburg auf der Radcon dann enthüllen, feierlich enthüllen. Ich kann aber schon so viel sagen, dass wir da doch sehr stark auf die Fans geguckt haben und auch so ein bisschen die Einwände von den Fans auch analysiert haben. Und wir werden wohl weniger in den Bereich des Regelcrunchs gehen. Der kommt zwar immer drin vor, es wird immer wieder neue Optionen geben, ist ganz klar. Aber der Fokus liegt auf Hintergrund. Also wir werden etwas zur Spielwelt rausbringen. Ja. Und da sind schon viele Autoren dabei, etwas zu schreiben. Es wird wahrscheinlich das größte Crowdfunding werden, was wir für Hexen bisher gemacht haben. Also die meiste Zahl an Produkten. Wenn alles klappt, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, wir werden irgendwann im Herbst loslegen. Und dann wird man wissen, was passiert. Ja, und zwischenzeitlich, es gibt noch ein Team von anderen Autoren, die eigenverantwortlich da etwas ins Leben gerufen haben, was ich super toll finde. Klasse Idee. Darf ich aber auch noch nicht so verraten. Kommt dann aber bestimmt auch bald. Und zwischenzeitlich
arbeite ich schon an einer Einstiegsset. Mhm. Das werden wir dann aber ohne Crowdfunding rausbringen, weil es einfach vom Thema her überhaupt nicht passt, Crowdfunding. Mhm. Und es wird wohl irgendwas geben im Bereich mit Spielerausbauset oder Ausbaubuch und Spielleiterausbaubuch. Also Spielerkompendium, Spielleiterkompendium. In welcher Form die rauskommen, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Also werden zwei Bücher sein. Und auf jeden Fall werden wir sehr, sehr viele Ausbauoptionen für Spieler reinbringen und unter anderem auch endlich die Regeln für Stufenaufstieg nach der 12. Stufe. Mhm. Ja. Aber das ist momentan noch so eine Nebengeschichte, weil ich mit dem nächsten Crowdfunding doch recht intensiv beschäftigt bin. Mhm. Und ja, auch noch ein paar andere Sachen mache. Zum Beispiel D&D. Das wird ja auch, liegt ja auch in meiner Hand. Na, ja gut, ja. Dunkelheit ist ja immer was. Wollte ich das auch noch? Auch noch, ja. Das liegt auch in meiner Hand. Also es wird nicht langweilig, zumal D&D ja momentan in Deutschland total durch die Decke geht. Das ist ja Wahnsinn, was da momentan läuft. Echt? Ja. Also D&D ist enorm. Also wir haben bei dem Players Handbook haben wir jetzt das Pathfinder Grundregelwerk geschlagen in puncto Auflage. Okay. Dazu muss man wissen, dass das Pathfinder Grundregelwerk, ich glaube, 7-8 Jahre Zeit hatte und das D&D-Buch gerade mal 2 Jahre. Mhm. Also in den 2 Jahren ist enorm was passiert in dem Bereich für D&D und da kommt eigentlich fast täglich irgendwas Neues. Mhm. Kommt es schon an DSA dann ran oder? Das weiß ich nicht, kann man aber auch so nicht vergleichen, weil DSA ist eine Eigenproduktion. Also ich meine jetzt die Auflagenzahl. Bitte? Also von der Auflagenzahl. Die Auflagenzahl, bei denen da die Grundregelwerke gehen auch in den fünfstelligen Bereich. Den haben wir jetzt mit D&D auch erreicht. Aber auch sehr viel früher, weil DSA ist einfach immer noch das große Spiel in Deutschland. Das ist ja auch gut so. Ja. Aber ja, das ist sicherlich auch kein Geheimnis. Wir verdienen einfach an DSA sehr viel mehr als logischerweise an D&D, weil wir ja keine Lizenzgebühren bezahlen müssen. Mhm. Die Lizenzgebühren bei D&D, die sind sehr happig. Da ist schon enorm was wir abgeben müssen. Ja, aber es läuft. Es läuft gut. Das ist doch schön. Deswegen will ich mich mal nicht beschweren. Okay, dann. Wir hatten letztes Mal ja auch schon ein bisschen über, war meine Frage auch schon ein bisschen über die weißen Hexen und auch Story-Fortschreibung. Ich hatte jetzt im Vorgespräch auch noch mal kurz gefragt. Planst du, dass die Kampagnen oder so zumindest irgendeinen Einfluss haben auf die Spielwelt oder wird die mehr oder weniger oder bleibt die so erst einmal bis? Ja, das ist der sogenannte Metaplot, auf den du anspielst. Mhm. Ja, diesen Metaplot in dieser Form, den kenne ich eigentlich nur von DSA, wo ja auch quasi die Spielwelt immer weiter fortgeschrieben wird und immer wieder was Neues kommt. Ich komme nicht aus diesem Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mit anderen Rollenspielen groß gewachsen und habe das in diesem Ausmaß nie kennengelernt und sehe mich, wenn ich mit dieser Frage konfrontiert werde, auch immer wieder ein bisschen überfragt, weil ich weiß nicht so genau, was das bringen soll. Tatsache ist, dass wir eine Spielwelt anbieten für die Spieler, für die Fans, die sie ja irgendwo selbst gestalten können. Also wenn in einer Kampagne, einer selbstgemachten Kampagne, was weiß ich, Köln untergeht, ne, oder München abbrennt, dann ist die Stadt in deren Spielwelt eben nicht mehr da. Ne, aber so etwas in einen Metaplot reinzubringen und dann vorzuschreiben, dass dann plötzlich München weg ist, das finde ich ein bisschen übertrieben einfach. Also es kann natürlich sein, dass wir in der Geschichte immer mal wieder ein bisschen weiter drehen, dass wir auch mal Bände raus,
kommen, die, was weiß ich, das Jahr 1740 oder so betreffen. Oder dass vielleicht auch mal Romane rauskommen, wo es dann eine fortlaufende Handlung gibt, die ja logischerweise auch einen Zeitrahmen umfasst. Aber Romane? Das jetzt kann es sein. Ankündigung? Nein, das ist keine offizielle Ankündigung. Tatsächlich gibt es aktuell noch keinen Autor. Also es hat sich mal ein, zwei Autoren haben sich mal gemeldet, die da Interesse daran hatten. Aber da ist jetzt noch nichts Festes. Ja. Schade. Was ich verkünden könnte oder so. Nee, das ist leider noch offen. Aber wenn es so etwas gäbe, dass es zum Beispiel durch irgendwelche Geschichten weitergesponnen wird, dann bleibt trotzdem der Status der Quellenbücher und der fertigen Abenteuer, der bleibt eben immer auf dem Jahr 1733. Mhm. So ist es jedenfalls aktuell geplant. Weil das Spiel heißt auch nun mal 1733. Mhm. Und alles, was wir rausbringen, hat eben diesen Status von diesem Jahr. Und alles andere liegt dann eben in der Hand der Spielgruppen. Ja. Und wenn du sagst, du planst schon die nächsten größeren Crowdfundings, plant ihr, ich sag mal, auch eine neue, wollt ihr an den Regeln irgendwas ändern? Wollt ihr also die Grundregeln ändern? Praktisch neue Version Hexen 1733. Ja. Dafür ist dann doch ein bisschen früh. Ne? Ja. Also erstmal müsste das Grundregelwerk mal ausverkauft werden. Mhm. Und dann wird es eventuell dann nachgedruckt in einer Auflage, die halt dann realistisch ist. Mhm. Kann sein, dass wir dann beim Nachdruck dann, gut, wir arbeiten logischerweise die Errata ein. Das machen wir immer bei Nachdrucken. Ganz egal, welche das sind. Vielleicht machen wir auch optisch was an den Büchern, das kann ich noch nicht sagen. Der Vorteil jetzt ist ja, dass wir einen ganzen Schwung neuer Illustrationen haben. Mhm. Hatten wir bei dem grundlegenden Spiel noch nicht. Mhm. Wir wussten aber auch noch nicht, dass das Spiel so einen durchschlagenden Erfolg haben würde beim ersten Crowdfunding mit 120.000 Euro Einnahmen. Das hat ja jede Vorstellung gesprengt. Mhm. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir da vielleicht noch ein bisschen anders agiert. Also das sind so Details, die ich mir vorstellen könnte. Aber darüber reden wir, wenn die erste Auflage ausverkauft ist. Ja, okay. Da bin ich ja mal gespannt, was ihr da noch so plant. Ja. Du hast gerade gesagt Errata. Gibt es da schon eine offizielle Errata irgendwie? Es gibt eine. Es wird momentan noch viel gesammelt. Das sind oft kleine Details. Es sind oft Sachen, die von Spielern entdeckt werden, wenn sie Kombinationen von verschiedenen Kräften haben. Das ist so ein Problem, gerade wenn man so ein Spiel hat, wo es sehr, sehr viele Interaktionen gibt und sehr, sehr viele Kräfte, die aufeinander aufbauen. Dann hast du immer mal wieder den Fall, dass sich irgendwas hochschaukelt oder dass irgendeine Kombination, an die wirklich keiner gedacht hätte, dann eben nun mal der Überhammer ist. Mhm. Oder so derart gestaltet ist, dass die Spieler ein bisschen rätseln, wie würde denn jetzt die Kombination wirklich dann auch funktionieren am Spieltisch. Da muss ich natürlich sagen, das können wir nicht alles regeln. Also wir können nicht jegliche Kombination von Kräften kommentieren und sagen, wie die dann exakt ausgespielt werden müssen, weil irgendwo muss dann auch der Spielleiter entscheiden. Mhm. Deswegen ist es ja ein Rollenspiel. Aber es gibt ein Errata und wir hatten auch schon eins aufgestellt, so ein übergangsweise Errata, so kleines. Mhm. Problem ist, dass wir eine neue Homepage bekommen haben. Die funktioniert auch sehr, sehr gut. Nur gibt es noch keine Upload-Funktion. Das heißt, wir können noch keine Downloads anbieten. Und das ist momentan etwas, was uns ein bisschen ärgert. Aber ihr habt doch Downloads, also beim Buch der Regeln zum Beispiel mit dem... Ja, das ist dann aber sehr aufwendig, das reinzustellen. Ah, okay. Dann über die Firma, die das programmiert hat, dann gehen und das können wir nicht machen, weil wir bei so vielen Spielsystemen, das läppert sich ja auch für andere Spielsysteme, fehlen eben noch die Downloads. Ja. Aber wir hatten auch druckerfreundliche Charakterbögen, die gibt es auch noch nicht. Die hätten wir gerne alle hochgestellt.
Geht aber aktuell noch nicht. Wir hoffen alle, dass sich das in wenigen Tagen dann auch mal löst. Tagen? Und dann müssen wir, ja, die nächsten Tage sowieso nicht, da ist ja die CCXP. Aber dass sich das halt irgendwann in kurzer Zeit dann löst und wir dann endlich nach und nach wieder Sachen hochstellen können, die Leute dann auch kostenlos runterladen können. Und da werden dann auch die Erratas drin sein für Hexen. Bis dahin sammle ich eben noch eifrig. Und ja. Guck mal, was bei rauskommt. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Und zur Not könnt ihr das ja auch bei in eurem E-Book-Shop hochladen. Ja, das ist aber eigentlich für kostenlose Downloads nicht gedacht. Stimmt, aber wir haben ja so viele Spielsysteme mit so vielen Downloads. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, einfach. Na gut, das kann sein, ja. Okay. Dann noch eine Frage. Also die nächste Ankündigung gibt es auf der Redcon in Limburg. Richtig. In Limburg, das, da habe ich dann wohl auch ein Panel und dann hoffe ich auch wieder auf viele, viele, viele Zuschauer. Und werde dann ein bisschen plaudern, wie das eben jetzt mit dem Hexen-Crowdfunding abgelaufen ist. Und dann werden wir ein bisschen was von dem vom nächsten Crowdfunding oder der nächsten Phase eben dann präsentieren. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch schon ein paar Bilder habe, die ich vorstellen kann. Arbeiten wir momentan noch dran. Ja. Aber wann ist die denn eigentlich? Die ist über den 10. August. Ich glaube 9.10. oder 10.11. Ah ja, doch, stimmt, da war was, genau. Es müsste auf jeden Fall das zweite Wochenende im August sein. Das ist dann 9. ist ja Freitag, 10. der 11. 10. Samstag, 11. Sonntag. Okay, dann ist es dann von da, von Freitag bis Sonntag wieder. Und auch wieder in Limburg. Das freut mich sehr. Das ja eben meine Heimatstadt ist. Da habe ich es auch nicht weit. Und ja, die Stadt, muss man ja auch sagen, am Anfang waren ja alle sehr skeptisch, weil wir ja von Unna nach Limburg gezogen sind vor 3 Jahren. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute einfach nicht mehr weg wollen aus Limburg. Es ist halt wirklich eine schöne Stadt. Man ist in der Stadthalle wirklich mittendrin, hat die Altstadt direkt vor der Nase und kann halt auch mal eine Stunde eben mal die Halle verlassen und trotzdem halt durch eine schöne Stadt eben gehen oder mal einen Einkauf erledigen, weil die Fußgängerzone ist direkt nebenan. Liegt also ideal für Con-Besucher. Und vorher ist ja noch die Redcon in Berlin. Bist du da auch? Ja, da bin ich aktuell noch nicht eingeplant. Kann sich immer noch mal ändern. Aber da bin ich noch nicht. Ich weiß, dass wir da auch Hexenrunden haben werden. Die Radcon in Berlin wird auch nicht so groß sein wie die in Limburg. Natürlich ist zu hoffen, dass sie irgendwann mal auch so groß wird. Aber wir fangen mal klein an. Gucken mal, wie überhaupt da so die Fanszene ist, wie viele Leute da kommen. Wir sind hier nicht alleine. Da ist ja auch gleichzeitig noch eine Brettspiel-Convention am selben Ort. Genau, die Berlin-Brettspiel-Con. Genau, die Brettspiel-Con, genau. Die Brettspiel-Con hat auch das Datum vorgegeben, an dem es eben stattzufinden hat. Das heißt, wir konnten uns da nur beteiligen, aber konnten halt am Datum nichts ändern. Aber okay. Und dann müssen wir mal schauen, wie das wird. Oh, da wünsche ich jedem viel Spaß, der dahin geht und ja. Vielleicht sieht man dich ja noch kurzfristig, wenn du die CCXP überleben wirst. Ja, die CCXP wird insofern spannend, weil wir natürlich auch hoffen, dass wir vielleicht auch mal. Also ich hoffe natürlich, dass ich alle Hexenfans dann wieder abgreifen werde, die im letzten Jahr schon da waren. Also im vergangenen Jahr war ja unglaublicher Zuspruch, das Spiel war noch nicht raus, weil wir mussten es ja auch wegen dieser
verfluchten Goldfarbe ja verschieben. Und da hatten wir ja 2 Tage lang unseren Stand und es kamen wirklich im Minutentakt dann die Leute zu mir und haben gesagt, wie toll die das Spiel finden und dass es ihnen nichts ausmacht, dass er eben jetzt nochmal 2 Wochen später kommt, etc. Das war schon sehr, sehr gut. Das hat schon Spaß gemacht. Diesmal ist das Ganze ja 4 Tage und geht auch abends sehr viel länger. Es geht bis 9 Uhr abends. Es wird wohl eher so einen Happening-Charakter haben mit vielen Stargästen und großen Spielfirmen, internationalen Firmen und Party und Lab und Cosplay und allem drum und dran. Mhm. Und für uns ist eben interessant, ob wir vielleicht auch mal neue Käuferschichten dann mal ein bisschen für das Hobby begeistern können. Mhm. Das wäre cool. Deswegen machen wir auch einen Riesenaufwand mit Unterhaltung. Also wir sind nun mal eine Firma in der Unterhaltungsbranche und die Leute wollen eben auch von uns ein bisschen unterhalten werden. Deswegen gibt es ja auch diese vielen Streams, die wir aktuell machen. Der Hexenstream zum Beispiel, der kam super an, wo ja 5 meiner Kollegen, also unter Markus, dann eine Geschichte nachspielen, die in einem der 3 Abenteuer aus Finstere Herzen stattfindet. Mhm. Wobei Markus diese Geschichte jetzt schon in allen Richtungen weitergesponnen hat. Da schon Sachen reingebaut hat, die so im Text nicht stehen, aber er hat so viel Spaß damit. Da beschwere ich mich auch nicht. Die zwei ersten Streams hatten ja auch schon riesen Zuspruch und am Donnerstagabend findet der 3. Stream in der Reihe statt und der wird eben auch von der CCXP gestreamt. Ah ja. Bin ich jetzt mal auch sehr gespannt, wie das dann dort aussehen wird. Kann ich noch gar nicht sagen. Es wird wahrscheinlich von der Technik ein bisschen abgespeckt sein, aber ist halt auch ein bisschen so ein Happening-Charakter. Mhm. Habt ihr da eine eigene Bühne? Wir haben, das weiß ich gar nicht so genau, eine Bühne glaube ich nicht. Wir haben wie üblich unseren Shop. Wir haben eine große Demospielecke. Wir haben unseren B-Ware-Stand, an dem ich übrigens dann die 4 Tage anzutreffen bin. Hm. Und wir haben so einen abgetrennten Bereich. In dem abgetrennten Bereich gibt es unter anderem 2 Escape Rooms. Da merkst du langsam, wie groß das Ganze ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, ihr habt die ganze Halle wahrscheinlich, oder? Warst du schon mal? Nein, die Halle ist ja riesig. Warst du schon mal auf der CC, also auf der RPC? Nein. Leider also, noch nicht. Wer schon mal da war und unseren Stand kennt, der Stand, den wir jetzt haben, der ist ungefähr doppelt so groß. Und da passt eben auch sehr, sehr viel rein. Mhm. Und ich hoffe, dass es eben auch so ein bisschen ein Stand wird, wo die Rollenspieler sich ein bisschen versammeln, weil das so ein bisschen der Anlaufpunkt ist. Mhm. Wo man eben mal sich gemütlich vielleicht auch irgendwo hinsetzen kann und mit Leuten ins Gespräch kommen kann und so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt ist im Rollenspielbereich. Mhm. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst. Falls ja, ich frage jetzt mal. Am Anfang, wo das denn hieß, ja, die RPC gibt es nicht mehr, das ist jetzt in der CCXP, kamen so die Gerüchte auf oder die Info auf, wurde verbreitet, dass die neuen Veranstalter gar keine Lust auf diese ganzen Rollenspiele haben und auch die Standmieten exorbitant verteuert haben. Mhm. Also die Standmieten sind teurer geworden, das ist klar, aber das ist auch einfach logisch, weil die ganze Veranstaltung eben doppelt so lang ist. Mhm. Dass die nicht gleich bleiben können bei der doppelten Länge, ist einfach logisch. Mhm. Sonst kann ich zu den Mieten selbst nicht sagen, weil ich bin da nicht drin. Ich habe das mitbekommen, dass Leute auch gesagt haben, nee, wir gehen da nicht mehr hin. Und Rollenspieler sind nicht willkommen. Das kann ich so nicht nachvollziehen. Also man sieht es ja schon bei uns an dem Stand. Klar werden wir eine etwas andere Ausrichtung haben. Also mehr in Entertainment, Leute unterhalten, Spaß haben
Leute treffen, ins Gespräch kommen und halt alles ein bisschen lockerer. Das heißt, wir gehen da nicht hin und bauen einfach einen Stand auf, um unsere Sachen zu verkaufen. Klar wünschen wir uns schon, dass wir möglichst viele Sachen verkaufen, damit wir die Standmiete auch bezahlt bekommen. Ja. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt die wichtigste Sache. Also wenn die Leute hinkommen und sagen, boah, das war am Ulysses-Stand, da hat es mir viel Spaß gemacht und da habe ich den getroffen und habe das und das erlebt, dann ist das sehr viel mehr wert, als einfach nur dahin zu gehen und als große Firma aufzutreten. Wir sind ja mittlerweile deutlich die größte Rollenspielfirma. Entschuldigung. Gesundheit. In Deutschland. Und ja, du hast natürlich, wenn du so eine Größe erreicht hast, nicht nur treue Fans. Du hast halt immer auch Leute, die dich sehr kritisch halt betrachten. Und naja, also ich arbeite bei Ulysses jetzt seit 3 Jahren. Wir sind viele ganz normale Rollenspielfans, wie in vielen anderen Firmen auch. Rollenspielfirmen natürlich. aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das bei uns so ein Industriecharakter hat, ne? Dass wir wirklich so eine Spieleindustrie sind. Ne? Dafür sind wir einfach immer noch zu klein. Und dafür lieben wir unsere Spiele auch einfach zu sehr. Ja, das ist der, der Preis für den Marktführer sozusagen. Der Preis für den Marktführer. Damit muss man aber einfach leben. Ist in jedem, das ist überall so. Ja, das kommt automatisch. Okay. Jetzt sind wir zwar ein bisschen von Hexen abgewichen, aber das ist ganz gut, weil jetzt so viel Neues gab es jetzt doch nicht. Und jetzt muss ich wieder warten, bis nach der Redcon. Ich hoffe ja immer, dass du irgendwie sagst, so, wir machen eine Ankündigung nur in diesem Podcast. Ja. Das muss ich mit dem Marketing-Team absprechen. Ja, mach doch mal. Wenn nicht, machen wir eine extra Folge, nur Neuankündigung. Ja, du hast doch jetzt schon eine das stimmt, heiße Alter. News. Ja. Du weißt doch schon etwas über das neue Crowdfunding, was sonst noch keiner weiß. Das stimmt. Und ich weiß, dass es ein paar Bücher, wahrscheinlich 2, geben wird, die nicht in einem Crowdfunding kommen, sondern regulär in den Verkauf kommen. Wahrscheinlich. Bücher, ja, die Einstiegsbox auf jeden Fall. Ja, die genau, und die Box. Ja, die Bücher, das ist noch lange hin, leider. So schnell bin ich hier nicht fertig. Da müssen wir gucken. Also ich würde die auch in ein Crowdfunding reinpacken, ja. Weil wir beim Crowdfunding einfach so unglaublich viele Möglichkeiten haben, noch viele, viele weitere Produkte dazu zu packen, die es sonst nicht geben würde. Ja. Zum Beispiel wieder ein Archiv des Wächterbundes. Also wir wollen bei jedem Crowdfunding so ein Archiv des Wächterbundes dazu machen. Und eventuell auch wieder irgendwas mit Kampagne und Abenteuer. Und solche Dinge, die eben thematisch zusammenpassen, die kannst du ja eigentlich nur im Crowdfunding sinnvoll vermarkten. Also jetzt gerade das Abgeschlossene, das zum Thema Hexen, ne, also wenn jetzt die ganzen Bücher einzeln in den Handel gekommen wären, dann wüsste ja niemand, dass die zusammenhängen. Oder dass das Abenteuer, die Abenteuerkampagne Finstere Herzen eben auch zum Hexensetting dazugehört. Oder dass es die Karten die auch dazugehören. Das geht eigentlich nur sinnvoll mit einem Crowdfunding. Ja, das stimmt. Machlos. Ja, so ein bisschen. Meine Gattin kam gerade vorbei und dann bin ich natürlich immer abgelenkt. Ja, okay. Kann ich verstehen. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendetwas der Welt mitteilen? Der Welt mitteilen? Ja. Nein, ich freue mich natürlich über jeden, der zur CCXP kommt und mir guten Tag sagt und mir bitte kein warmes Dosenbier mitbringt. Nur kaltes Dosenbier. Kaltes Dosenbier, naja, okay.
Aber da wir ja am Temperaturen von annähernd 37 Grad haben werden, wird das Dosenbier nicht lange kalt sein. Sind die Räume etwa nicht, also die Hallen nicht klimatisiert? Ja, schon. Da ist schon insgesamt ein bisschen kühler als draußen, wenn du draußen 37 Grad hast. Ja, das sind ja große Messenhallen, ne? Die dann werden da drinnen vielleicht Temperaturen von 30 Grad sein. Aber es ist trotzdem immer noch heiß. Also die Stadthalle Limburg ist klimatisiert. Da gibt es einige Räume, wo man sich ja wunderbar aufhalten kann, weil wir haben mit der Radcon in Limburg ja immer, immer die heißesten Tage des Jahres erwischt und das dreimal hintereinander. Ne? Da ist es immer sehr schön, wenn man sich dann in den klimatisierten Räumen aufhält. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt in der Quellenmesse aussieht. Also es ist schon ein bisschen kühler und angenehmer, aber wenn man sich eben viel bewegt und viel arbeitet, dann wird man auch schwitzen. Ja, dann hoffe ich, dass es nicht zu heiß wird, sondern dass sich die Wettervorhersagen jetzt einfach geirrt haben und es leicht gedeckte Temperaturen bei 26 Grad Außentemperatur habt. Ja, das, das wäre sehr angenehm, ja. Ansonsten den wenigen Schlaf, dass du ihn erfolgreich ausnutzt. Ja. Wann geht's denn früh los eigentlich? Ich glaube, die fangen in der Tat erst um 12 Uhr an. Oh ja, dann. Das ist noch relativ witzig. Ja, ja, also wenn wir, ich glaube, die PC fing um 10 Uhr an. Dazu muss man aber sagen, dass bei der RPC natürlich auch die Leute schon stundenlang vorher Schlangen standen und dann reingeströmt sind und die Hallen innerhalb von Minuten gefüllt haben. Das wird da vielleicht dann genauso sein am Donnerstag. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, in dieser Form hat es ja noch nie gegeben. Aber ich glaube, also ich glaube, das wird ein Riesen-Happening. Und wer nicht kommen kann zur CCXP, kann ja gerne nach Berlin kommen, wenn man da aus der Gegend kommt. Oder eben nach Limburg. Naja, dann. Und dann auch wieder mich treffen, also in Limburg. Gut. So, und da kann der Ganze mir gerne auch ein Bier ausgeben. Dort und auch jederzeit. Auch Bier in Form von PayPal spenden, an das du dir dann kaufst und ihm ein Foto davon zukommen lässt. Okay. Ja. Mach hier alles mit. Ja. Oder auf der örtlichen Brauerei. Da kann er ja genau bei der örtlichen Brauerei anrufen und dir ein kleines Fläschchen zukommen lassen. Ja, oder so. Geht alles. Also der Möglichkeiten gibt es viele. Ja, dann Leander, du bist am Zug. Okay, dann danke ich dir für deine Zeit, die du dir hier genommen hast, kurz vor der TTXP. Danke an alle da draußen für das Interesse und das Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Und ich glaube, wir müssen irgendwann mal über D&D sprechen. Ja, irgendwie, wenn du dich da also so drin bist, dann ein kleiner D&D-Podcast. Geht alles. Ja, müssen wir machen. Okay, also ich danke dir, bis dann. Ciao. Tschüss.